Was macht ein nordischer Kombinierer, wenn er in seiner Freizeit Spaß haben will? Er fährt Quad. Und was macht er, wenn er noch mehr Spaß haben will? Er lädt Freunde zum Quadfahren ein. Ja, guck, da ist sie, die Schanze. Ronny Ackermann hat deshalb Suzuki Teamrider Katja Pönsken und Max Neukirchner zu sich nach Oberhof eingeladen, um zusammen mit den beiden sein neues Suzuki King Quad 750 mal so richtig zu testen. Hallo, hier bin ich. Kommt runter. Ey, guck mal, da unten ist der Ronny. Hey, guck mal, der hat Quads dabei. Hey, Ronny, fahren wir jetzt Quad, oder was? Ja, lass dich überraschen. Wie cool. Hallo. Servus. Schön, dass er da ist. Hi. Hi. Grüß dich. Hallo. Ja, ich habe gerade mein neues King Quad 750 bekommen und habe euch natürlich auch zwei gleich mitgebracht. Und ich habe gedacht, jetzt fahren wir einfach mal eine Runde. Das ist aber. Geil. Durch den Thüringer Wald. Na, was sonst? Quer durch. Genau. Cool. Würde ich sagen, ziehen wir uns um und dann geht's los. Cool. Machen wir. Dass seine Gäste Spaß haben würden, hatte Ronny wohl geahnt. Hatte er doch schon für den Weg ein paar kleine Überraschungen geplant. Die eigentliche Überraschung aber war das Ziel der Fahrt. Das Motocross-Gelände des MC Gotha. Hier wurden dann alle drei Suzuki Quads wirklich auf eine harte Probe gestellt, denn nach ein paar Aufwärmrunden ging es heiß her. Natürlich gab es auch ein kleines Rennen, bei dem sich vor allem Ronny und Katja nichts schenken und sich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Spaß. Auch Max Neukirchner, obwohl zum ersten Mal auf einem Quad unterwegs, ließ sich so leicht nicht abhängen und kam auch auf vier Rädern sehr schnell voran. Er hatte sein Gefährt am Ende des Tages bereits richtig gut im Griff. Nach einigen Stunden auf dem Motocross-Gelände waren dann alle drei ziemlich geschafft. Ronny hatte sein neues King Quad 750 mehr als gründlich getestet. Und allen war klar, dass dies nicht die letzte gemeinsame Tour war. Also war echt cool heute. Thüringer Wald ist schön. Aber hat wirklich richtig Spaß gemacht, besonders die Wasserdurchfahrt, die war wirklich genial. Die Motocross-Strecke hat ein bisschen angestrengt. Ja, ich kann immer nur wieder sagen, hat wirklich richtig Spaß gemacht heute. Cool war's, Ronny. Ich bin ja wirklich hier ein Neueinsteiger, noch nie im Quad gefahren, das erste Mal heute. Und früher bin ich ein bisschen Motocross gefahren und ich muss schon sagen, ich überlege jetzt schon, bei Suzuki mal anzufangen, ob ich auch eins bekomme. Und ich denke mal, wir sehen uns bald wieder. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Kommen und freut mich natürlich, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Guck uns einfach an. Genau. Okay. Bis dann. Bis dann. Peace. Ciao.